Hallo, da sind wir wieder bei Bloodborne im Moin. DLC. Yes. Ja, ja, und wir suchen zum den Sonnenblumenmann. Zu kommen, musst du das ganze Ding wieder drehen, glaube ich, oder? Also, nee, ich würde es gerne anders. Ja, klar, würdest du gerne. Kann den zweiten Aufzug nochmal benutzen? Ja, ich benutze mal den zweiten Aufzug noch. Das könnte was bringen. Und da war jetzt auch noch, wenn du jetzt hier geradeaus weitergehst, guck mal, da war auch noch jemand, der geredet hat. Vielleicht kannst du dem halt auch hier in Flüssigkeit geben, eventuell. Hier oben? Nein, nein, umdrehen. Da hinten? Ja. Der redet? Ja, oder der redet, oder? Nee. Oh, nee. Doch nicht. Aber was macht der? Alter, was ein Assi, aber, ne? Wie krass das war, ey. Ja, und dann voll rein. Ja, dann so gerade so nah genug gewesen. Boom, einfach nur. Ist ja komplett ausgerastet. Ach Mann, wo war das denn, dieses Loch in der Wand? Konnte ich nur noch draufhauen. Ach Mann, ich hab keinen Bock, den Blumenmann jetzt ewig zu suchen. Der ist wieder am Leben? Wer? Oder ist es noch ein anderer? Ja, Tropf, nee, Tropf, das ist Tropf, der Tropf. Da. Nein! Ach, Tropf, Tropf! Krass! Ja, stimmt! Mehr Hirnflüssigkeit. Gucken. Nee. Ah, nee. Gibt keine mehr. Keine mehr. Was passiert jetzt? Was passiert mit dem Ding? Wieso hat sich das so eingezogen? Fürstin Maria? Ich bin ein Rotkehlchen. What Werde ich mich je zusammenrollen und ein Ei werden? Was sagt ihr, Fürstin Maria? Fürstin Maria? Sagt etwas. Irgendwas. Das sag ich dir. Das? Unsterblich ist es jetzt. Ja. Wie weird. Ja, ich könnte mich... Es stirbt immer und erwacht einfach wieder. Mhm. Also ab zum Boss oder... Nee, komm, wir holen den Blumenmann erstmal. Ja, aber dann lass mal gucken. Ist da unten die Ebene? Wir müssten das doch sehen, weil das war doch an so einer Rückseite. Nee, das ist weiter oben, glaube ich. Weiter oben? Ah, das könnte sein, ja. Aber, ah ja, Moment, ich kann hier nochmal die Seite wechseln. Aber hier war ich eben auch schon, oder? Mal gucken. Ja, hier sind wieder die Kopflosen. Und ganz viele andere. Dann musst du hier eh lang, oder? Nee, zum Boss nicht. Nee, ist schon klar. Ich meine, zum Blumenmann. Ja, ich weiß es nicht. Also jetzt, ich meine, um das Ding wieder umzudrehen. Ach so, ja, aber... Meinst du, das müssen wir wirklich tun, ja? Wieso denn nicht? Das dauert dann jetzt so lange. Ja gut, aber wir wollten es doch wissen, also. Ja. Anders geht's halt nun mal nicht. Boah, da hast du Glück. Todeslegal, ja. So lange dauert's ja auch nicht. Ja, es sind dann viele Gegner halt nochmal, deswegen. Okay, hier hoch. Nein! War das knapp. Ich muss auf jeden Fall dann nochmal Tränke holen. Hier war es auch nicht. Schade. Oh, da auch nicht. Ne. Dann noch höher. Muss ich wirklich ganz hoch. Oh, hier sind zwei Leitern. Ja, die hier geht, glaube ich, ganz hoch. Ja.
Oh, Rabe. Ah, der ist noch auf der Seite zum Glück. Geht nicht mehr. Nee. Aha. Ja, aber also ich könnte drauf wetten, dass man auch anders zu dem Blumenmann kommt über diese ganzen Leitern und Shortcuts und. Ja, da kommt man da auch irgendwie anders. Hier zum Beispiel sich droppen lassen. Und den Special Raben zu. Oh ja! Ich wusste es! Führung. Ich wusste es! ich durchschau diese Spiele lang. Weil nie im Leben würden die einen einbauen, der falsch rum da. Soll ich den töten? Guck mal, kann man jetzt über die Balken? Eventuell? Ja, kann ich schon, aber. Ja, ich müsste aber halt wissen, da droppen lassen, wo der Ausgang ist. Ja, den müssen wir halt jetzt erstmal ausmachen. Der war auf jeden Fall da am Rand irgendwo, ne? Ja, und da war einfach nur eine Tür, die offen stand. Genau. Das sah aber auch so sehr weiß aus. Ja, da kam Licht reingeschieden. Aber ich glaube halt, das war nämlich eher weiter unten. Ja. Auf einer Ebene, wo man halt vorher nie hinkam. Ja, wie komme ich denn hier jetzt überhaupt wieder weg? Ich muss zu dieser anderen Leiter da hinten, ne? Ja. Oh. Beziehungsweise dich einigermaßen geschickt droppen lassen halt. Es ist aber, glaube ich, alles ein bisschen hoch gerade, ne? Um mich direkt irgendwo hinfallen zu lassen. Ja, das meiste schon, ja. Pass auf, dass. Ja, ich weiß. Was soll ich machen? Ja, geht schon. Guck mal, der steht hinter der Leiter. Geht schon. Oh, hat mich gar nicht bemerkt so richtig. Aber jetzt muss ich mich fallen lassen. Ja. Oder? Jetzt bin ich wieder hier. Na geil. Das hat gar nichts gebracht, der Ausflug. Nee, leider nicht. Okay, lass nochmal schauen. Hä? Irgendeiner ist draufgegangen, aber ja, nicht vielleicht der Große. Nee, ist er nicht. Der hätte 13.000 gegeben. Ah, okay. Ich. Also, es ist nicht die Ebene hier. Und höher geht's ja nicht, ne? Ja. Das hier ist die höchste Ebene rechts. Da ist nur eine Truhe. Auf der Ebene da, haben wir gerade gesehen, ist nichts hinten an der Wand. Auf der da drunter auch nicht. Dann kann es höchstens die ganz da unten sein. Die ist es nicht. Also ich gehe auf jeden Fall mal eine wieder runter, ne? Ja. So. Und am besten noch eine. Jetzt ist da immer noch nichts. Irgendwie ist die Tür zugefallen oder was? Soll ich mich mal auf die Treppe hier fallen lassen? Komm. Ja. Knapp. So. Da ist es. Da ist die offene Tür. Jawohl. Jetzt müssen wir noch eine Ebene tiefer. Ja, da muss ich eigentlich nur hier auf die Treppe. Wahrscheinlich wäre ich am Anfang den ganz normalen Weg am besten hochgelaufen. Das wäre am schnellsten gegangen, anstatt den Shortcut zu nehmen. Ja, klar. Oh oh. Todes Ding. Mit so. Ah nein, da muss ich hin, oder? Ja. Shit. Ja. Shit. Und wie kommt man jetzt da hin? Ah, wir kommen erstmal hier hin, das ist auch gut. Ah ja, das ist sehr gut.
Lochschild. Ein Schild. Ach, das ist dieses Spiegelschild, glaube ich. Abgefahren. Das zweite Schild. Die haben doch erst sich so witzig gemacht drüber, dachte ich. Es gibt keine Schilder. Obwohl, nee, das Spiegelschild war in Dark Souls 2, ne, was dann dazu kam. Ja. Das sieht so ähnlich aus. Mach mal. Es ist wirklich ein Schild. Ja. Höh, da steht... Ach so, das ist der Typ. Ich dachte schon, da wäre jetzt ein NPC oder so. Sieht aber echt so aus. Ist es? Und der kriegt auch Schaden. Ja, der vergiftet sich selbst. Der stirbt jetzt irgendwann. Aber das... Ach, das ist der Typ. Ja, ach, ja. So. Witzig. Mist. Ja. Da ist auch eine Tür, ne? Wie kommt man denn da? Muss da irgendwie auf die Ebene oben drüber und dann runterklettern. Ach so, mit der Leiter, mit dieser einen, die nach unten ging. Ja. Das könnte sein, oder? Ich glaube, das ist es, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall gleich wieder alle Gegner hier tot. Blöde Waffe. Au. Oh. Bei Bloodborne ist es noch krasser, noch eine krassere Entscheidung irgendwie. Oh. Welche Waffe man benutzt, ne? Oder welche man. Oh, hier waren wir auch noch nicht. Nee, hier waren wir anscheinend auch noch nicht. The fuck? Was hat denn das für eine. Nein! Oh, das war so klar. Und eine Vergiftung hast du abgekriegt. Muss ich heilen, ganz dringend. Und Vergiftungszeug hast du auch irgendwo liegen, oder? Irgendwo liegen. Da war's schon, da drittes. Ja. Sehr schön. Ne? Wo also kam der her, ey? Ja, da rechts steht der um die Ecke. Oder stand der. Da, guck. Was ich sagen wollte, weil jetzt mit diesen Blutedelsteinen noch dazu, weißt du? Ja. Ich meine, die kann man zwar tauschen in die anderen Waffen reinmachen. Aha. Untergrundzellenschlüssel. Jetzt kommen wir in die ganzen Zellen. In die ganzen okay. Zellen rein. Das ist und hier cool. Ist auch eine Leiter. Guck da mal. Ist eine riesige Leiter. Eine riesige Leiter. Guck mal, da ist auch eine, oder? Auf der anderen Seite. Hinter dir. Eine Leiter? Ja, da. Stuhl. Ah, ne, ist ein Stuhl. Okay, und ich könnte mich hier Seite? Vielleicht fallen lassen. Nein. Doch, nein. Aber ist nicht. Ich weiß, ich glaube, das ist einer der Räume, in denen wir schon waren, vielleicht auch. Ja, kann sein. Warte mal. Stopp, zurück. Was denn? Was denn? Dann probier's halt mit dem Fall lassen. Nee. Aber guck noch mal erst dahin, wo der Typ herkam, Mann. Da war ich doch gerade in der Ecke. Nee, da warst du nicht. Klar, ich hab hier Quecksilberkugeln in der Ecke. Hier, habe ich die eingesammelt. Okay, guck mal, da liegt noch Wurst auf dem Boden. Hast du gesehen? So ja, Jagdwurst. Die konnte ich aber nicht einsammeln. Wo gehst du jetzt lang? Tja. Geh zu Fuß. Wieder nach oben. Ach ehrlich? Wieso hast du dich nicht jetzt. Warum lässt du dich nicht da fallen dann wenigstens? Ja, das ist doch bestimmt der Raum, oder? Der ist doch genau oben drunter. Ist doch gut. Ja, puh. Da sind aber krasse Viecher drin. Ach so, ja dann. Außerdem weiß ich nicht 100%, ob ich es überlebe. Nur wenn ich einen Freilos von dir krieg. Ja, sonst geh ich. Wie, sonst gehst du heim oder was? Nee, sonst geh ich den langen Weg halt. So wie ich es gerade halt schon machen wollte. Da hättest du ja jetzt auch easy machen können. Easy, locker überlebt. Aha, guck mal, wo wir jetzt sind. Ja, tot sind wir jetzt. Ja, aber das wusstest du, weil dass alle du da sind stehen. Hier. Ja, aber, ey, was machst du denn jetzt? Geht da mitten in die Reihen, so, alle sind hier und geht erstmal in die Reihen. Ich kann nichts tun, ey. Dann kletter die Leiter. Hier ist jetzt wieder der eine. Funktioniert schon wieder nicht. Ich habe keine Tränke mehr.
Nicht gut. Nein. 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 Muss irgendeins von diesen Items nehmen. Ah ne, einen habe ich ja noch. Shit, ist das die richtige Treppe? Oh Mann. Warum sagst du eigentlich nichts mehr? Wieso? Wieso? Ja, es gibt gerade nichts Interessantes zu sehen bei dir, du schnetzelst nur. Ja, du könntest halt mal gucken, wo ich hinrennen muss. Wo war sie denn jetzt, die Tür? Über uns, oder was? Ja. Ja, da kommen wir aber nicht hin. Na toll. What? Dass du dich immer von denen so ficken lässt. Ja. Also. Hey. Penner. Ja, du wolltest, dass ich was sage. Ey, boah. Ja, ich muss ein Rückrufding nehmen. Echt? Ja, keine Tränke und fast tot. Pussy. Oh Mann, das jetzt eine halbe Stunde suchen wir den Sonnenblumenkerl. Das erinnert mich an Samurai Champloo. Wieso? Ach so, weil die ganze Serie darum geht, ja. Ja. Ja, es hätte auch eine Boss-Folge sein können, ne? Easy. Weg von Anfang an. Ja, dann machen wir halt jetzt den Boss. Jetzt noch. Jetzt gebe ich erstmal das Zeug aus. Ja, dann gib kurz das Zeug aus und machen wir noch eine Runde den Boss. Wir haben ja noch 10 Minuten circa. Wir waren gerade fast da, ey. Oh, das ist aber auch abgefuckt, oder? Mit dem Sonnenblumenkerl. Ja. Willkommen da, was? Geil, das ist doch nochmal. Naja, das ist wahrscheinlich nur noch ein Level, ne? Ja. Ja. 7000. Aber egal, dafür Blutfionen brauchen wir immer wieder. Und du könntest nochmal ganz kurz schauen, was die neue Rune ist, wenn du Bock hast. Weil es halt eine Add-on-Rune ist, ne? Würde mich mal interessieren. Führung hieß sie oder so. Führung. Ja, ist aber nur ein Upgrade von einer, die wir schon hatten. Ja, ist ein Upgrade, okay. Wiedergewinnungspotenzial 20%. Oh, das ist schon krass. Also wenn man halt draufhaut, ne, wenn man... Und sich das Leben zurückholt, dann kriegt man 20% mehr mit der Rune. Ja, das ist krass, Das ist nicht zu verachten, ja. Ich glaube, mit den Dolchen wäre das übelst krass. Ja, nimm ruhig die 80. Ja, alle. Ja. Wir haben kaum noch welche. Guck mal, jetzt haben wir wieder 134. Ja. Mittlerweile hat man sich auch dran gewöhnt, dass man sich Injektionen einfach reinpfeift. Okidoki. Ich meine, ich könnte es jetzt nochmal probieren, die normale Treppe hochzulaufen. Vielleicht kommt man dann leicht hin. Mach, was du willst. Aber das, was mich davon abhält, ist, dass ich dann halt wirklich nochmal die 20 Gegner auch töten muss, die auf diesem Stockwerk sind. Aber und das haben wir jetzt schon so oft gemacht. Ich sag's dir, das Witzige ist, ich glaube sogar, dieser Sonnenblumenkerl, der wird was verändern in dem Boss sogar, könnte sein. Weil Meinst du? Also beim Boss waren auch ganz viele Sonnenblumen. Das hatte schon... Ach, unsere Treppe hier unten ist ja auch weg. Da kann ich ja gar nicht mehr hoch. Ja, natürlich ist sie weg. Na. Nee, dann habe ich auch keine Idee, wie wir da hinkommen. Okay. Es gab noch so eine Zwischenleiter hier irgendwo, ne? Vielleicht auf dem, ich guck mal. Also wie gesagt, ich glaube, man muss in diesen einen Raum und von da aus nach unten. Aber nee, das war auch noch, das war noch eine Ebene zu tief, glaube ich dann. Oder war das nicht irgendwo eine Leiter auch hier? Ja, nach unten hier, oder das war der doch. Da hinten, da links. Ah, dann ist doch das auch der Weg dahin, ja. Und jetzt die da unten. Ja, den meinte ich doch die ganze Zeit schon, aber ja gut. Meinst du, das ist er wirklich? Ja. Das könnte ja gut sein, oder? Ich glaube schon, dass das hier der Weg dahin ist, ja. Ja. Ich habe da nicht mehr dran gedacht. Und das auch nicht gerafft, dass du diese Luke meinst.
verloren. Wie viel aushalten? Ja, weil das war das Einzige, was irgendwie noch, was mir noch eingefallen ist, was irgendwie Sinn gemacht hätte. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Sehen wir es ja direkt. Obwohl, ne, hier stand dieser Typ, ne? Doch, da ist es. Doch, da ist es. Ah, was ein Glück. Okay. Hirnflüssigkeit auf die Blume. Kopf, Kopf. Der will's nicht. Blitsch, Platsch, Blitsch. Das ist auch einer von denen, der einfach nur vor sich hin faselt. Blitsch. Aber wieso kriegt man denn dann zweimal Hirnflüssigkeit? Das ist doch mies jetzt. Blitsch, Platsch, Blitsch, Platsch. Scheiße. Wollen wir ihn töten? Tja. Ja, oder? Das hat er jetzt echt verdient. Hat er sowas von verdient. You had it coming, man. Bam! Vielleicht kannst du sie ja jetzt gießen. Nichts hier außer Freunde. Oh. Das, was steht da? Nichts hier außer Mitleid. Schade. Na, das hat sich ja gelohnt. Die das war jetzt das krasseste Rätsel, ja. Das hat sich voll gelohnt. Das war ja, echt. Ab zum Boss. Aber wir wurden verarscht. Das Spiel hat uns einfach verarscht. Ja. Ich meine, sonst. Wir probieren so selten was aus. Das kann man ruhig mal machen. Ja. Jetzt würde ich aber gerne auch noch den ganz oben töten. Der Vollständigkeit halber. Welchen? Der oben am Fenster steht und sagt, Pitschplatsch. Hört ihr das Wasser? Ganz oben, in unterm Giebel da. Ja, ja. Aber das machst du jetzt nicht, oder? Nee. Aber dann hätten wir sie alle getötet wenigstens. Vielleicht passiert ja dann was. Glaube ich aber auch nicht irgendwie. Nee, irgendwie nicht. Können wir nochmal, außerdem können wir ja jederzeit hierher zurück. Ja. Dann lese ich da rüber nochmal nach. Einfach. Ja, wir haben auf jeden Fall gut Blutechos bekommen. Der Boss sah auf jeden Fall auch nicht so schwer aus. Ich habe das Gefühl, ja. Der ist wieder so wie dieser andere Boss, weißt du, dieser Alien. Ja, ja. Aber gut, der Alien-Boss, der war auch leicht, weil wir den spät gemacht haben, ne? Ja, das stimmt, aber der war halt trotzdem, der war an sich halt, weil dann so viele kleine einfach nur kamen, ne? Ja, ja. Der war halt nicht so schwer dann. Nein! Ey, guck mal, irgendwas stimmt doch dann nicht, oder? Sobald du das Pad in der Hand hast, kriegst halb so viel Schaden. Du kriegst nur die Hälfte des Schadens. Aus irgendeinem Grund. Ja, es ist halt die Randomness in dem Spiel. Du hast Pech gehabt bisher. Ja, aber so viel, das geht überhaupt nicht. Ich habe versagt. Die könnte ich jetzt noch töten. Ja, von Maria. Aber nee, guck mal, die redet auch von Fürstin. Obwohl, ja doch, dann. Ja, töte sie. Was soll's. Meine, das sind doch Bestien, denen ist doch eh nicht mehr zu helfen. Ja? Gönn dir noch eine Dings? Ah, egal. Ach so, ja. Infusion hätte ich mir noch gegönnt. Wird sich gegönnt. Guck mal, wie der heißt. Lebendige Misserfolge. Aber es waren noch mehrere, ne? Ja, ja, klar, aber trotzdem. Das ist einfach mal sau der geile Name. Schade, ich hatte ihn gerade erst gesehen. Ja, ich hab's gesehen, ja, und gehört. Lebendige Misserfolge. Boah. Oh shit, da kommt der dritte. Shit, da vielleicht hätte ich mich besser beeilen sollen. Meinst du, sie haben eine Lebensleiste? Ja, ja, ja. Und der Zauberer nervt auf jeden Fall am meisten. Ich glaube, das sind alles die gleichen. Ja? Nee, der zaubert aber immer. Und der Zauber dauert auch ewig. Boah, der hat so lange gedauert. Aber da kommt schon der vierte, ne? Alter! Was ist denn das? Wie soll ich denn die noch angreifen? Also ich gehe schon mal auf den Hammer. Oder doch nicht? Doch, ich bin Hammer auch nicht so ohne. Am liebsten würde ich Eingeweide Angriffe machen halt. Ja, aber... Wieso? Ist noch sau langsam, den kann man doch... Aber dann muss ich nicht... Ja. Man ist halt dann kurz und verwundbar. Ich weiß.
der Zeitlupe-Zauber. Aber der lenkt ganz gut. Ja, ziemlich gut. Ach Mann, ey. Aber der ist. Also der ist schon ganz schön billig im Gegensatz zum. Zu dem davor. Oh! Ja, jetzt kommt natürlich direkt der nächste, aber trotzdem. Ich meine, krass wäre der jetzt gewesen, finde ich. Denn der eine hätte sich jetzt zwei geteilt, weißt du? Haha, das wäre so mies jetzt. Aber wie sie teilen. Jetzt alle zaubern gerade. Ja, jetzt hast du zwei Magier halt am Start. Ja. Der Zeitlupenzauber. Auf der. Das ist richtig nervig einfach nur daraus. Alter, dieses Übertreiben. Jungs. Ey, ich glaube, bei dem kannst du auch echt die lange Range gut gebrauchen. Also. Ja, ich kann auch die Gatling annehmen. Ja, ein bisschen, klar. Wenn du meinst, du kannst damit zum Beispiel den Zauberer aus dem Weg räumen, warum nicht? Ja, guck mal, hier könntest du, bei denen hättest du jetzt gerade so einen aufgeladenen Schlag so geil durchhauen können. Boah, das hat 1000 Damage gemacht halt, ne? Das ist halt schon was. Ja, ja. Oh, oh. Ich denke auch, ich habe auch irgendwie das Gefühl, aufgeladener Schlag ist the way to go. Ja, ein Magier. Ja, ein Magier weniger. Nice. Ja, egal, du hast einen wieder aus dem Weg geräumt. Ich habe echt irgendwie das Gefühl, es hat irgendwas mit diesen Sonnenblumen auf sich. Ja. Ob es jetzt die in der Mitte sind oder nicht, weißt du? Lebendige Misserfolge immer. Ich wüsste gerne mal, wie die auf Englisch heißen. Warte, ich google das mal. Alter, was machen sie jetzt? Supermagie. What? Super Todes. Oh Gott, Meteoritnagel. Okay, war zum Glück schnell vorbei, aber bei der Hälfte. Scheiße, jetzt sind schon wieder vier, ich hatte so schön aufgeräumt. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Chance habe, wenn ich jetzt nicht mehr getroffen werde. Nein! Konnte ich abbrechen? Nee. Weil ich währenddessen zwei getötet habe. Nein! Das ist blöd, ey. Ja, das war's. Ich kann mich sterben lassen. Wieso? Du packst es noch. Ja, genau. Ich kann mal probieren, ob man hier irgendwas machen kann. Renn! Renn im Kreis. Nee. Nee, da muss man richtig ausweichen. Tja. Das war der Bossversuch. Weiter geht's beim nächsten Mal, hä? Ja, würde ich auch sagen. Ja.
hab's leider nicht gefunden, wie er heißt. Wer? Der Boss auf Englisch. Ah, okay. Hätte mich jetzt irgendwie interessiert, weil das dann so geil ist. Ja gut, also wenn man sich die Tränke besser einteilt und direkt richtig draufhaut, dann ist er, glaube ich, relativ einfach. Ein lebendiger Misserfolg. So sehe ich ihn nur. Ja, und wir verabschieden uns für heute. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.